Felix Maximilian und vom Beruf bin ich Schauspieler. Was ich ganz toll an meinem Beruf finde, ist, dass ich wahnsinnig viel unterwegs bin. Gerade bin ich mit einem Stück unterwegs auf Deutschlandtour und wir sind eigentlich fast jeden Tag in einer anderen Stadt in Deutschland. So sehe ich Städte, die ich sonst nie besuchen würde. Heute zum Beispiel sind wir in Aschaffenburg und die Kulturstadt Aschaffenburg, will ich euch jetzt mal zeigen. Direkt vor der historischen Altstadt am Fuße der alten Mainbrücke habe ich jetzt auch mein Hotel gefunden. Der Wilde Mann. Und ich glaube, da gibt es auch ein paar Besonderheiten, die ich euch jetzt als erstes zeigen will. Kommt mit! Ich befinde mich hier jetzt im Restaurant vom Wilden Mann und wie wir sehen, hängt hier eine kleine Glocke an der Decke. Und zwar ist diese Glocke mit einem Faden mit dem Hochzeitszimmer verbunden und der Faden ist an das Bett gemacht. Vor 500 Jahren, als das Gebäude errichtet wurde, gab es hier eine erste Hochzeit. Das Hochzeitspaar verabschiedete sich relativ früh von der Gesellschaft und ging hinauf in das Hochzeitszimmer. Und während die Gäste hier unten schmausten, hörte diese Glocke nicht mehr auf zu bimmeln. Die Gesellschaft dachte sich, da ist wohl ein recht wilder Mann am Werk. Und so erhielt das Hotel seinen Namen. Das wohl bedeutendste Wahrzeichen der Stadt Aschaffenburg ist das Schloss Johannesburg. Es wurde 1614 fertiggestellt und hier gibt es auch einiges zu entdecken. Und zwar beherbergt es die größte Staatsgemäldesammlung außerhalb Münchens, das Städtische Schlossmuseum, die Hof- und Stiftsbibliothek, kurfürstliche Wohnräume und, was mir persönlich am allerbesten gefällt, die weltweit umfangreichste Sammlung an Architekturmodellen aus Kork. Von den Einheimischen wurde mir berichtet, dass der Weihnachtsmarkt hier direkt vor dem Aschaffenburger Schloss der allerbeste Weihnachtsmarkt in ganz Bayern ist. Na, ich bin ja ursprünglich auch aus Bayern. Ich weiß nicht, ob das so ganz stimmt, aber ich werde es gleich mal ausprobieren. Wie ihr seht, ist der Weihnachtsmarkt ja leider erst im Aufbau und eröffnet erst nächste Woche. Deswegen muss ich leider meine Würstchen und mein Glühwein nächste Woche in einer anderen Stadt trinken. Ich habe mich jetzt hier ins Stadttheater von Aschaffenburg reingeschlichen, weil ich das ganz besonders schön finde. Und zwar wurde es 1811 von Karl Theodor von Dalberg erbaut. Und zwar im klassizistischen Stil. Heute Abend haben wir eine ganz besondere Produktion hier, und zwar der Eiserne Gustav von Hans Fallada. Eine Produktion vom Theater am Kurfürstendamm in Berlin. Und wir haben Walter Plate und Dagmar Biener in der Hauptrolle. Ich habe den Walter auch gesehen. Ich versuche den jetzt mal zu erwischen. Guten Tag, Herr Plate. Tag, Herr Maximilian. Sie spielen ja den Eisernen Gustav heute hier. Wie gefällt Ihnen denn Aschaffenburg? Also ich kann nur sagen, Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine, Berlin liegt an der Spree und Aschaffenburg liegt am Main. Friedlich plätschert er durch diese mittelalterliche Stadt. Durchaus sehenswert. Danke, Herr Plate. Habe die Ehre. Was? Ihr habt mich nicht verstanden? Well, sorry, I really didn't think about that. After this whole day of sightseeing in Aschaffenburg and this cold weather outside, I'm actually really happy to be back in a hotel in this beautiful spa area. This hotel has 350 square meters of wellness. This is amazing. So I'm going in a sauna now. I will have a little massage afterwards and enjoy my free time. I hope you have a beautiful evening as well, and I see you maybe next time. Bye.